Riesenaufregung bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gegen 12 Uhr ist eine Bombendrohung bei der französischen Polizei eingegangen. Das Mannschaftshotel Monitor ist sofort daraufhin evakuiert worden. Die Spieler, die haben die Zeit sinnvoll genutzt und haben sich im benachbarten Tennisstadion Roland Garros etwas die Zeit vertrieben. Die Polizei hat in der Zwischenzeit ganze Arbeit geleistet und das Hotel durchsucht. Kurz vor 2 Uhr dann die Entwarnung, die Mannschaft ist zurückgekehrt und konnte in ihr Hotel zurückkehren. Es sollte also nichts im Wege stehen, dass heute Abend das Spiel gegen Team Frankreich im Stade France stattfindet.